salatu wassalam rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wir kommen zur Da'wah von Hud in Sure 26. Allah sagt im Koran in Sure 6, Vers 90 über die Propheten: Ulaika alladhina hada Allah fabihuda muqtadi. Dies sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung. Ungefähr ein Drittel des Korans sind Geschichten der Propheten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Geschichten nicht zur Unterhaltung gesandt, sondern dafür herabgesandt, damit wir uns ein Beispiel daran nehmen und dadurch lernen. Und eine der wichtigsten Aufgaben ist die Dawa, der Ruf zu Allah. Denn das war die Aufgabe aller Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sure Fussilat, Sure 41, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wessen Wort ist besser als der, der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, wahrlich, ich gehöre zu den Gottergebenen. Heutzutage gibt es Gruppen, die sagen, man soll nicht zum Weg Allahs rufen, sondern jeder muss sich selber entscheiden. Natürlich muss sich jeder selber entscheiden, im Endeffekt, aber man muss ihn auch erstmal darauf aufmerksam machen, dass es nur einen wahren Weg gibt. Und diese Aussage ist zum Beispiel eine Aussage der Aleviten und hat mit der Lehre des Korans nichts zu tun und ist purer Kuffer. Zu sagen, jemand soll ruhig die Religion behalten, mit der er geboren wurde, ist purer Kuffer. Alle Propheten im Koran an Dutzenden, Hunderten Stellen wird erwähnt, dass sie ihre Völker ermahnt haben, dass sie zum wahren Glauben gerufen haben. Und diese Aussage, dass jeder die Religion behalten soll, mit der er geboren wurde, oder dass man niemanden zum Glauben rufen soll, widerspricht ganz klar dem Koran. Und wie gesagt, das sagen nicht nur viele Aleviten, sondern das sagen auch viele andere Irregegangene, die auch noch denken, sie hätten den Koran verstanden. Auf jeden Fall. Die Dawa von Propheten Hud in Sure 26. Das ist die Sure Shuara, die Dichter. Hier. Von Vers 123 bis 135. Ich lese vor. Ja, es wird behauptet von anderen Kaffee- und Kuchen-Dawa-Experten, man soll in der Dawa nicht so direkt sein, man soll nicht so offensiv sein, man soll die Nicht-Muslime nicht kritisieren und man soll Strafen nicht erwähnen. Schauen wir mal, wie das übereinstimmt mit der Dawa von Hud, der ein Vorbild von uns ist. Also ab Vers 123 in Sure 26. Die Art bezichtigen die Gesandten der Lüge. Die Gesandten, Mehrzahl. Warum wird hier gesagt, die Gesandten? Warum wird nicht gesagt, den Gesandten, obwohl sie nur den Propheten Hud der Lüge bezichtigt haben? Weil das Leugnen von einem Propheten gleichkommt, als wenn man alle Propheten leugnen würde. Und deswegen ist zum Beispiel heute jemand, der vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam korrekte Informationen bekommen hat und ihn verleugnet, ganz klar und deutlich ein Kafir. Und das Schöne ist, das ist in Sure 26, und ihr könnt die selber durchlesen, ja, dass dort immer wieder, wenn die Gesandten erwähnt werden, gesagt wird, dieses und jenes Volk, das Volk von Nur, bezichtigt die Gesandten der Lüge, das Volk von Ad, bezichtigt die Gesandten der Lüge, um uns klar zu machen, dass derjenige, der einen einzigen Gesandten verleugnet, ein Käfer ist, ein Glaubensverweigerer. Und als ihr Beruf, aber das können die Schmeichler natürlich nicht akzeptieren, weil sie etwas gegen den Koran haben, es aber noch nicht zugeben wollen, weil ihr Herz von Heuchelei, von Nifak gefüllt ist. Als ihr Bruder Hud zu ihnen sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Das heißt, er sagt, wollt ihr nicht Furcht vor Gott haben? Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Warum? Das heißt, Gottesfürchtig, indem ihr ihn alleine anbetet und die Anbetung der anderen verlasst. Das heißt, ihr geht es direkt wieder um Tauhid, direkt wieder um Furcht vor Allah. In Wahrheit, ich bin euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Darum, fürchtet Allah und gehorcht mir. In anderen Suren steht, dass er gerufen hat, wie zum Beispiel in Sure 11, dass sie niemand anderen neben Allah anbeten sollen. Das heißt, gehorcht mir und fürchtet Allah. Warum soll man Allah fürchten, wenn es keine Bestrafung gibt? So. Das heißt, wir sehen, hier ist direkt, er kritisiert und es wird sofort Strafe erwähnt. Und ich verlange von euch keinen Lohn dafür, mein Lohn ist beim Herrn der Welten. Errichtet ihr Bauwerke auf jeder Anhöhe, um euch zu vergnügen. Und errichtet ihr Burgen, als solltet ihr lange leben. Das heißt, er will ihnen sagen, guck mal, ihr werdet sowieso sterben. Jetzt geht's weiter. Und wenn ihr zupackt, so benehmt ihr euch gewalttätig.
So fürchtet Allah und gehorcht mir nochmal. Er sagt nochmal, fürchtet Allah. Was sollen sie fürchten? Sollen sie das Paradies fürchten? Fürchtet das statt die Strafe fürchten. Und gehorcht mir, jetzt nochmal. Fürchtet den, der euch mit dem versorgt hat, was ihr kennt. Nochmal, fürchtet Allah. Und heute sagen die Leute, wenn jemand etwas erwähnt, was die Leute zur Furcht bringen soll in der Dawa, der hat die Dawa falsch gemacht. Er hat euch mit Vieh und Söhnen versorgt und Gärten und Quellen. Wahrlich, ich fürchte für euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Das heißt, erwähnt ihr die Strafe Allahs. Wir halten fest, Hud ist direkt in der Dawa, kritisiert sie in der Dawa, ruft zum Tauhid in der Dawa und warnt vor der Strafe. Und für die ganz Verrückten, er wurde gesandt, um diese Botschaft zu überbringen und hat den Befehl von Allah ausgeführt. Deswegen wird er von Allah gelobt, als Prophet gelobt, und die Propheten sind fehlerfrei in der Überbringung der Botschaft. Das heißt, derjenige, der sagt, man soll in der Dawa nicht kritisieren, derjenige, der sagt, man soll in der Dawa nicht offensiv sein, derjenige, der sagt, man soll in der Dawa die Strafe nicht erwähnen, widerspricht dem Weg der Propheten und führt die Menschen auf einen anderen Weg als den Weg der Propheten. Und das ist ein Irrweg. Und derjenige behauptet, man soll gar nicht, man soll andere gar nicht aufrufen, man soll sie einfach so lassen, wie sie sind, ist ein Heuchler, der zum Kuffer ruft. Ganz klar und deutlich. Und der den Koran an Dutzenden, wenn nicht sogar hunderten Stellen leugnet. Auch wenn er das nicht zugibt. Aber wenn ein Frosch denkt, er sei ein Schwan, dann bleibt er trotzdem ein Frosch, auch wenn er denkt, er sei ein Schwan. Und wenn jemand denkt, er hätte den Islam richtig verstanden, sein Glaube beinhaltet aber Kufr, dann bleibt er trotzdem ein Käfir, auch wenn er denkt, dass er ein Muslim sei. Natürlich muss man hier im spezifischen Takfir auf bestimmte Personen vorsichtig sein, weil in einigen Bereichen gibt es Özr Bijel, in einigen Bereichen, ich rede jetzt allgemein, gibt es Entschuldigung, also Özr Bijel ist Entschuldigung durch Unwissenheit, in einigen Bereichen gibt es Entschuldigung durch Ta'wil, in einigen Bereichen gibt es Entschuldigung durch andere Dinge. Ja, ich rede nicht von den spezifischen Takfir, aber natürlich, wer glaubt, dass eine andere Religion oder dass es nicht zu kritisieren sei, dass andere neben Allah angebetet werden, wie zum Beispiel Jesus, ist jemand, der die Grundlage des Tauhids von vornherein nicht verstanden hat und der ein Käfir ist, selbst wenn er 25 Mal die Hatsch macht und jeden Tag, 5 Mal am Tag betet, weil seine Akida absolut kaputt ist. Und weil er von vornherein den Kufr bitarut nicht erbracht hat. Der Kufr bitarut ist der Kufr gegenüber den falschen Göttern. Und wer glaubt, dass es richtig ist, eine andere Gottheit neben Allah anzubieten und dass das nicht zu kritisieren sei oder dass diejenigen, die das machen, keine Kuffar sind, der hat ganz klar und deutlich die Shahada zunichte gemacht. Denn La ilaha illallah bedeutet, La ilaha, dass man alles negiert, was neben Allah angebetet wird, dass der Kufr bitarut, der beinhaltet, dass man glaubt, dass jede Anbetung von anderen falsch ist, das beinhaltet, dass man die Anbetung von anderen lässt, das beinhaltet, dass man die Anbetung von anderen verabscheut im Herzen. Es kann nicht sein, dass ein gläubiges Herz das einfach so neutral sieht und der diejenigen, die das macht, zur Kuffar erklärt und sich ihnen widersetzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Recht halten.